Case 5-1 Stakeout. Ja, das werden wir in diesem Part sehen, was das ist, genau. Ich glaube, da sollten wir uns für im Safe Room treffen. Es kam schon länger kein Dead Rising mehr, deswegen bin ich ein bisschen raus. Aber ich habe noch den tollen Revolver. So, ich glaube, Teva, genau. So, genau, 7 p.m. sollen wir uns hier treffen. Das heißt, in circa 20 Minuten ist das dann soweit. Solange gehen wir hier ein bisschen rum und sehen. Oh ja, die haben wir ja alle befreit gehabt. Hätten noch ein paar mehr sein können. Und ich glaube, war hier nicht irgendwie Poker? Habe ich noch gesehen irgendwie? Safer's Lounge. Golf Pro? Wie jetzt? Gehe ich mal kurz hin. Irgendwie Poker, das wäre auch nicht schlecht. Das würde ich gerne machen, ne? Würden wir ein Let's Play Poker machen. So, hier also rein. Und hier ist Lith. Dann sprechen wir mal. How you doing? Bla bla bla. I lost my favorite club. Ah, sie hat was verloren. Das tut uns sehr leid, das zu hören. Ah, wie sonst? Kennen wir den Golfclub? Dort sollen wir reingehen und dann irgendwas holen. Okay, gerade mal. I'm nearly getting the shakes here. Okay, aber das machen wir erst, nachdem das Case 5-1 angetreten ist. Das wird in 9 Minuten sein. Also seid gespannt drauf. Ich bin's auch. So. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Die hüpft schon rauf, hoch. Machen wir auch, guck. Weil wir angespannt sind, weil wir wissen wollen, was passiert bei Stakeout. Ah, mal sehen. Ich hoffe, nichts Böses. So, und hier haben wir noch sehr viele Missionen, die jetzt leider ablaufen werden. Ein paar. Und Bentwood, na, machen wir das? Wahrscheinlich nicht. Da müssen wir nämlich, glaube ich, einen Golfschläger holen, organisieren und es hier dann geben. Aber die Zeit ist auch zu knapp. Vielleicht machen wir nochmal diese Psychos auf dem Dach auch irgendwann mal tot. Denn die können dann später uns vielleicht töten, wenn wir gerade die Mission machen. Ne? Die jetzt eigentlich schon angefangen hätte. Soll, was ist denn jetzt los? Ist doch schon 7 Uhr. Warte mal, ich lese mal. Dü-dü-dü. Safe House, Rooftop. Ah, Rooftop. Ach so, Rooftop. Jetzt weiß ich es so, okay. Das heißt, es kommt noch keine Action. Ich dachte, jetzt wäre schon die Action. Ich will jetzt hier nicht spoilern oder so. Das wird nämlich richtig knallhart geil. Nur so viel sei euch verraten. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt auf der PlayStation 3. Jetzt habe ich es hier auf PC. Und wir benutzen den Fahrstuhl und gehen zum Rooftop zu Rebecca. Und wunderbar, dieses Bild haben wir noch nie gesehen von einem Safe House. You can quickly access the map by pressing tab. Wie schon gesagt. Good. We can see the whole city from here. Check. We can't afford to miss this. If the twins are right and TK gets away in that chopper... I know. Here, I found these in the bunker. Sie warten, beobachten. Die Zeit vergeht und nichts passiert. Und wir haben was Dickes in der Hose, Alter. Unglaublich, was ist das denn da? Entweder trägt er eine Pampers oder... Ja, ne. Boah, it's been a while. And do you think we can trust that reliable source of yours? Vertrauen. I'm sorry, Chuck. Look, I... Ein Hubschrauber. Hey, there it is. Interessant. Von wem wird der Hubschrauber gesteuert? Looks like TK is getting ready to check out. That bastard's not going anywhere. There's no way I'm taking the fall for this. We better hurry. I'll meet you there. So, ab zum Hotel, würde ich sagen. Da, wo TK ist. Case 5-2. Und jetzt habe ich einen Schuss verbraten. Das war nicht toll. Deadly, September 28.8. I have Sombrex. It's... Ah, ne, hier. Warte, da. Destination Fortune City Hotel Rooftop. TK is going to escape from the Fortune City Hotel Rooftop. I have to stop him. Und zwar ohne Zeitbegrenzung. Das heißt, wir machen das jetzt noch in diesem Part natürlich. Und Rebecca ist auf... Ich finde das richtig geil hier, der Rooftop. Schade, dass wir nicht irgendwie einen Hubschrauber lenken, fahren könnten. Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir irgendwie einen Hubschrauber nehmen und dann von oben bam, 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 bam die ganzen Zombies umbringen würden. Aber ist leider nicht so.
vielleicht doch und ich weiß es nicht. Naja, dann würde ich es auf jeden Fall irgendwann nochmal ausprobieren. So, dann gehen wir jetzt nämlich zu Rebecca, wollte ich schon sagen. Nein, wir gehen zu, obwohl Rebecca ist ja jetzt auch. Das heißt, wir gehen praktisch doch zu Rebecca, aber auch zu TK, der wahrscheinlich im Hubschrauber war. Ich weiß es nicht ganz. Sie vermuten es wahrscheinlich. Nicht, dass es irgendwie ein anderer dann ist. Mal sehen. Gordon, ja, genau. Schlag mal in die Luft. Das bringt sehr viel. Und wir haben wieder einen schönen, epischen Ladebildschirm. Ladedaten. So, na, wir haben nicht ganz so viel Geld. Da können wir uns auf jeden Fall überhaupt nichts leisten. Wir haben 200 US-Dollar. Das ist noch weniger in Euro. So. Naja, das ist aber auch nicht ganz so wichtig. Die können wir uns eigentlich craften, wenn man die Standorte weiß. Ich weiß so ein paar, was haben wir denn alles noch? Ah, Orangensaft. Eine LMG, stimmt. Wir haben den Psycho ja getötet. Also auf dem Dach, der ist echt... Die sind echt hardcore, muss ich sagen, mit der Sniper. Weil die treffen ja... Jeder zweite Schuss ist mindestens ein Treffer. Meistens schon jeder Schuss, wenn man nicht gut ausweichen kann. Und das zieht dann drei... sagen wir mal zwei bis drei gelbe Blöcke ab. Ist man auf gut Deutsch gesagt im und am Arsch. Ne? Sehr, sehr lecker die Geschichte. So. Wir gehen jetzt in Richtung TKs Hubschrauber. Und werden. Was? Wo? Ah, hier. Nee. Hä? Wo sind sie? Ich höre sie doch. Ich wollte gerade irgendwie gegen Devon so kämpfen. Die sind wahrscheinlich da oben irgendwie, oder? Ah, da vorne sehe ich welche. Bringen wir mal so ein bisschen PP. Sind Level 18. Können ruhig ein bisschen aufleveln. Aua, das hat wehgetan. Sag mal, fummelt die mir an meinem Schniedelwutz da. An meinem überdimensionalen Großen. Alter, Gott, was ist denn da drin? Ich habe mir in die Hosen gekackt. Das muss wohl die Antwort sein. Der kann nicht so einen großen Schwanz haben, wie ich ihn habe. Boah, ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist... Der lebt noch? Ne, der ist tot. 500 PP. Ist ja immer so, wenn wir eine gerade Anzahl von Zombies töten, 3250, nehmen wir jetzt an 3300, dann bekommen wir immer 500 PP. Und ich gucke immer scheiß Sachen an. Boah, Alter, die sind... Oh, ey, geil. Ich meine, ich muss weiter. So schön blond. Yes. So. Kann ich schon... Nee, hier habe ich noch nicht den Special Move freigeschaltet. Wie gesagt, manche schaltet man mit den Levels frei. Und manche findet man einfach so. Das heißt, man findet so eine Karte praktisch auf dem Boden. Und da steht dann die Kombokarte drauf und so kann man sich das anlernen. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man dann eben diese Kombos anwenden kann. Drinking too much will make suck chick, sick, krank also. Ah, Big Earl. Big Earl. So, Fortune City Hotel. Ich glaube, da müssen wir rein. Und dann schön aufs Dach rauf. Da war ja diese komische, die nicht mitkommen wollte, weil wir nicht pornohaft aussahen. Das war echt lächerlich. So, dann ist sie gestorben. Weil wir konnten sie nicht helfen und ich wollte sie nicht extra jetzt für mich nackig machen, weißt du? Wer bin ich denn hier? Nein! Oh, rein da! Jetzt nimmt er eine Blumenvase. Blumentopf, weißt du, die Band. Kennt ihr ja bestimmt. So, rein hier. Fortune City Hotel. Save your game by visiting a... Toilette. Ja, Toilette. Ich habe kaum Waffen, das ist echt doof. Ich hätte... Ach! Ja, ich glaube, hier ist tatsächlich TK. Oh, ich habe gar keine Waffe richtig. Das ist ja richtig mies. Alte Schwede. Hätte ich wenigstens einen Sniper, könnte ich von hier den irgendwie umbringen, aber... Der rollt auch noch so komisch. Habe ich den umgebracht? 1000 gibt's da gleich. Das ist natürlich richtig geil. Einfach mal so 1000 bekommen. Und die erinnert mich so an The Walking Dead, Alter. Oh. Oder? So, ich konzentriere mich ein bisschen. Alter, was überlebt der denn? Oh, ich bin gleich tot. Alter, der trifft mich auch übel heftig. So, erstmal wieder auftanken. Ah, das tut gut. Das Problem ist, habe ich gesehen, du hast einen Hammer. Nein. Bam. Den brauche ich einmal kurz. Damit bringe ich die um. Versuche ich zumindest. Nein! Oh, diese Zombies, die sind immer so schwerlastig. Know when to fold them. Ja, ciao. Mission. Und Shell Shocked wahrscheinlich auch. So, ich muss mich hier praktisch anschleichen. Hey, der hat ein TK-Shirt an.
Können die mich treffen von hier? Huh. Tot. Und Headshot. Der war gut, ne? Huch, was war das für ein Geräusch? Was? Noch einer? Ah, mein Aufzug nach oben kommt. So. Ey, die sind da, wo die Waffen sind und die brauche ich. Auch wenn sie eigentlich nur sehr schwach sind, die Waffen. Besser als nichts, würde ich mal behaupten. Ne, einfach besser als nichts. Und den Fahrstuhl von innen benutzen. Hier haben wir auch nochmal so ein schönes Torchen. Das ist jetzt voll. Und hier der Knopf. Und wir fahren mit einem Zombie nach oben. Not without me, Chuck. You're the best lead I've ever had. Genau, wir sind der beste Führer. Play Terrorist Reality Online to win prize money that Chuck can use. Nö. Get behind me. Wie beim Football gerade. Wahrscheinlich ist er über. Ah, nee, da ist er. Hey, whoa! Careful with the money, fool! We don't got much left. Hey, look, boss! Not possible. Not gonna happen. We're taking off. Oh, die Minigun sehen wir schon mal. Oh. Sehr schlau. Das ist nämlich am Haus verankert. So kommen sie. Nee, da kommen sie never ever durch. Kill that son of a bitch. Oh oh. Was machen sie jetzt? Ah, die ziehen. Das wird ungemütlich. Ach, ein kleiner Bossfight. Helicopter. Ach, Winch, nicht? Was soll ich denn jetzt machen, wenn der so am Boden ist? Ja, sicher, Alter. Hä? Wie soll ich denn da ausweichen, bitteschön? Ey, sag mal. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Winch the helicopter and threw objects. Ach so, ja toll. Ey, ich verkacke doch sowas von. Bin ja schon fast tot. Ey, das wird nie was. Ja, und der springt auch noch daneben, der Chuck. So, jetzt kommt das wieder. Ey, wie soll ich denn da ausweichen? Jetzt bin ich gleich tot. Ey, das ist so eine Kackmission. Ja, jetzt bin ich tot. Was macht der denn da? Hallo, roll dich. Jetzt rollt er auch noch nicht mal. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, Alter. Ganz ehrlich, das ist gerade so heftig. Ja, ich bin tot, so gut wie. Obwohl da das Orangensaft. Nein, jetzt nimmt er den Stuhl auch noch. Vielleicht brauche ich den später nochmal, deswegen ganz sanft runterlassen. So, Wodka. Ganz ruhig. Jetzt schießt er wieder. Jetzt muss ich hin. Und das holen. Boah, ey, das ist voll schwer. Brrr. So, jetzt gehe ich hier hin. Jetzt gehe ich hier hin. Ich hoffe, der kann das nicht wegschießen. Er hat mich getroffen. Nein.
So. Alter, ich kann da nicht ausweichen. Ganz ehrlich. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, Alter. So, das runterziehen. Und jetzt Spotlight nehmen. Das zieht ja auch, glaube ich, was, ein bisschen was ab. Und nicht getroffen. Das kann es nicht sein. Duck dich. Ich habe ducken gedrückt. So, gedrückt. So, jetzt komm. Jetzt renne ich hin. Und nimm das. Und das zieht überhaupt nichts ab. Ja, damit war's das. Obwohl hier ist wieder... Nein, hier springt er... Was? Jetzt regt das da! Alter, so manchmal regt mich das Spiel sowas von auf. Die Frage ist, wie soll ich den jetzt killen? Ich hab hier kaum noch was. Ich muss mit dem Stuhl da irgendwie hinkommen. Wo kann ich mich nur verschanzen? Kann ich die Koffer nehmen gleich? Warte, wenn er nochmal geschossen hat, renne ich da hin. So, das war ganz gut. Da bin ich auch ausgewichen. Und jetzt greift er mich wieder mit so einem Kack an. Was soll denn das? So, jetzt renn. Hol dir einen Koffer oder so. Oder hol dir das. Huah! Treffer. So. Komm. Er hat mich nicht getroffen. Ja, das war gut. Und... Huah! Er lebt noch. Nein. Ich muss noch irgendwas finden, was ich werfen kann. Oh, das wird eine knifflige Angelegenheit, sage ich euch. Na komm, schieß. Er ist so gut wie down. Aber so gut wie down heißt nicht, er ist hundertprozentig down. So, ich nehme den Stuhl mit. Das Gute wäre, wenn ich dahin komme, ohne dass ich Schaden nehme. Sehr gut. So meinte ich. Und gedrückt. Und das müsste es gewesen sein. TK ist besiegt. Da hat er sich verletzt. Er rollt zu uns praktisch. Sieht aber noch so aus, als ob er leben würde. Das schöne Geld ist verbrannt. Killed all those people just for this. Is he alive? He sure is. He's not even started paying for what he's done. Let's get back to the safe house. Mit ihm. Dim dim. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. What's he doing here? Isn't he the host of that show?